Herzlich willkommen. Wir wollen heute einen Zwetschgenkuchen backen und dazu habe ich Folgendes vorbereitet: 250 Gramm normales Mehl, 30 Gramm Zucker, 25 Gramm Margarine, ein Ei, 100 Milliliter Wasser und einen halben Würfel Hefe. Anschließend verrühren wir die ganzen Zutaten zu einem Teig. Also zuerst das Mehl, dann den Zucker, die Margarine, das Ei, Wasser und den halben Hefewürfel. Danach lassen wir den Teig eine Stunde ruhen. So, dann noch den Zucker und das Wasser. So, der Teig ist also sehr flüssig geworden. Ich werde noch etwas Mehl zugeben. Also 2 bis 3 Esslöffel Mehl gebe ich noch dazu. Dann gelingt mir der Teig besser. Ich habe jetzt also Mehl dazu gegeben, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Anschließend lassen wir den Teig eine Stunde ruhen. In der Zwischenzeit haben wir 1,5 Kilogramm Zwetschgen sauber gewaschen und entsteint. Danach möchte ich noch kurz Streusel dazu machen. Ich gebe also 100 Gramm Margarine in eine Rührschüssel, dann 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Mehl. Dann verrühre ich das Ganze und dann gebe ich nochmal 2 bis 3 Esslöffel Mehl dazu zum Abbinden, bis die Streusel schön perlen. Manchmal kommt man nicht umhin, seine Hände zu benutzen. Wie gesagt, etwas Mehl dazugeben, bis die Streusel gut sind. Meistens sind es so 3 Esslöffel Mehl noch dazu. So, jetzt werden die Streusel langsam recht. Ach, ich nehme noch ein bisschen Mehl.
Nach der Teigruhe knete ich den Teig kurz durch, sodass er nicht mehr klebt. Anschließend gebe ich ihn auf ein Backpapier und dort rolle ich ihn aus. So, danach habe ich ihn noch auf dem Backblech. Anschließend belege ich ihn mit den Zwetschgen oder Pflaumen. Dann kann ich den Backofen vorheizen bei 200 Grad Celsius. Und anschließend bestreuen wir den Kuchen mit den Streuseln. Anschließend backen wir den Kuchen bei 200 Grad Celsius 30 Minuten lang. Da schauen wir, ob er fertig ist. Ja?